Okay, Pascal, wir haben jetzt gerade Trainingseinheit angeschaut. Vielleicht kannst du mal ein bisschen skizzieren, was war heute Fokus von der Trainingseinheit, um was ging es, was war Zielsetzung, wie ist es dann aufgebaut im Endeffekt? Ja, grundsätzlich war es erstmal so, dass die Torhüter im Trainingslager immer so ein bisschen schwere Beine haben und ich wollte nochmal eine Trainingseinheit haben, wo ich auch zeitlich unbegrenzt bin. Mir ging es halt darum, Positionsveränderungen, mir ging es darum, Bälle zu fangen, Bälle gut abzulenken, auch mal vielleicht unhaltbare Bälle zu halten, einfach sich da diese Stunde, diese 75 Minuten durchzuquälen. Das war so ein bisschen der Tenor. Ist natürlich klar, dass manchmal auch technische Defizite dann da sind, wenn die Beine müde werden, aber grundsätzlich ging es mir einfach darum, ja, einfach den Willen auch zu sehen, bei so einem Trainingslager dann nochmal sich durchzupushen. Und ihr hattet ja, war eine relativ große Gruppe, 4 Torhüter. Ist das Gruppengröße für dich eine normale Größe? Und wie handelst du das, diese Ja, ich Spielansprüche? denke halt, dann kann man auch die Intensität und den physischen Aspekt halt gut steuern. Wenn immer 2 im Tor sind und 2 haben kurz Pause und dann wechselt man, dann kann man halt diese Abläufe dann mit 100% umsetzen. Gerade für unsere Trainingssteuerung, auch mit dem Team, ist es immer wichtig, dass wir 4 Torhüter haben. So kann ich individuell halt auch mit den Jungs arbeiten. Und ich muss sagen, seit ich beim VfL dann bei den Profis bin, seit 5 Jahren, bin ich eigentlich sehr, sehr gut damit gefahren, immer mit 4 Torhütern und behalte das auch immer bei, auch im Trainingslager. Von der Intensität her, wie würdest du jetzt heute die Einheit einschätzen? Wie Ja, ich waren glaube, dass man unterschätzt das manchmal, aber ich glaube schon, dass es für die Beine und für den Kopf halt sehr, sehr intensiv war, weil ich verlange ja auch gerade bei diesen 4, 5 Wiederholungen dann 100% und das merken die Jungs halt schon. Und ich denke, das ist jetzt so zu mittlerer und hoher Intensität gewesen, jetzt nicht total überpaced, aber sie mussten schon ein bisschen arbeiten. Hast du jetzt so diese klassischen Phasen gemacht, eine Hinführung, Einführung, Hauptteil und noch ein bisschen Schluss mit was Spielorientiertem oder wie war jetzt so grundsätzlich der Aufbau? Ja, ich habe das immer gerne so, dass ich die Automatismen halt am Anfang immer drin habe mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Abläufen. Aber trotzdem wissen sie immer, was kommt, damit sie halt einfach ein gutes Gefühl haben fürs Training und dann steigere ich das so. Freie Schüsse, danach kommt ein bisschen was Komplexeres, auch mit dem zweibeinigen Dummy nachher, wo man ein bisschen in die Entscheidung kommen muss, wo man ein bisschen nachdenken muss. Aber grundsätzlich ist es halt immer so, dass ich am Anfang gerne ein paar Automatismen drin habe. Ihr habt ja auch einen ganz jungen Torhüter zum Beispiel dabei gehabt, den Juri. Ich glaube, der ist seit letztem Jahr bei euch. Was ist die Intention, den jetzt mitzunehmen? Ja, wir hatten einfach ein bisschen Verletzungspech und das ist halt der erste Nachrücker, weil wir keine U23 haben und natürlich muss man ihm Zeit geben, muss man ihm auch die Möglichkeit geben, sich zu etablieren, auch in der Gruppe. Das macht er, ist gut aufgenommen und man merkt auch über die letzten Wochen, dass er dann auch mit der Intensität und mit der physischen Belastung besser klarkommt und ich denke, ja, dass er Schritt zu Schritt nach vorne kommt und ihm das auf jeden Fall auch helfen wird, dann auch bei der U19 dann regelmäßig zu spielen. Gibt es da so ein bestimmtes Thema, wo du gerade bei ihm mit ihm arbeitest oder sagst Technik oder irgendwelche Ja, die Technik hat sich bestimmten schon Bereiche? Schnell verbessert durch die Automatismen, durch die Intensität jeden Tag. Ich glaube einfach, dass der physische Aspekt, so diese Belastung und dann auch die Regenerationsphasen dann wieder belasten. Für die Jungs ist das ja auch, gerade die Jüngeren, ist es ja auch nicht immer nur physisch und auch mental auch anstrengend, wenn sie wissen, sie müssen jetzt von vornherein da sein. Auf die wird anders geguckt, als vielleicht auf so ein Kuhn Castells und Pervao Pervan. Und das muss man erstmal verarbeiten. Und da muss man halt dann auch drumherum um das Training sehr viel machen, sehr für sich selber, dass man halt dann auch am anderen Tag wieder frisch ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, die jüngere Generation muss halt immer sehen, das Training ist halt wirklich High Level und gleichzusetzen mit dem Spiel. Man sieht ja, total beeindruckend finde ich deine Servicequalität, deine Schussqualität. Die kommen immer zu 99% kommen die Bälle auch in der Stärke. Wie wichtig ist es für dich selber, da einfach als Torwarttrainer auch so ein Qualitätsmann? Ja, es geht ja immer die Meinungen gehen ja so ein bisschen auseinander. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn der Torwarttrainer gut schießen kann und nah an die Spieler rankommt oder nah, was am Samstagnachmittag in der Bundesliga passiert, sind wir, glaube ich, schon klar im Vorteil. Es ist ja auch für mich gut, den Jungs dann auch die Qualität zu geben, und sie sind dann nicht total irritiert, wenn sie dann ins Torschusstraining der Spieler gehen. Das ist schon mein Anspruch an mich selber, auch die Qualität auch bei den Schüssen hochzuhalten. Und für mich persönlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Du hast ja viel jetzt da in der sogenannten goldenen Zone auch gearbeitet. Geht auch mal ein Ball rein. Aber das ist die normale Waage, dass man sagt, du, es muss einfach auch so ein Anspruch sein, dass der Ball
auch mal reingeht, dass nicht immer Erfolgserlebnis auf Seiten des Torhüters ist? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn es dann auch nachher ein bisschen freier wird und komplexer, dann fallen halt mehrere Tore. Und wir müssen uns ja auch ehrlich sein oder zu uns ehrlich sein, dass viele Tore einfach innerhalb der Box passieren, innerhalb der um den Elfmeterpunkt, nicht mehr viel außerhalb der Box, also relativ wenig. Und deshalb muss man den Fokus auch darauf legen. Und dann sind natürlich die Erfolgschancen eher geringer als vielleicht außerhalb der Box. Aber man kitzelt halt aus den Jungs was raus und man gibt ihnen einfach das, was auch dann am Wochenende passieren kann. Wie wäre jetzt so das Verhältnis auch, jetzt haben wir hier eher so im Torverteidigungsbereich gearbeitet, wenn es in die Raumverteidigung geht, gibt es da für dich ein Verhältnis 1:2 oder was ist tatsächlich? Ja, also es ist schon so, dass ich je nachdem, wie auch dann die zeitliche Abfolge ist, auch wenn der Trainer die Torhüter braucht, wie ich dann auch manche Sachen vermischen kann. Das heißt, vielleicht mache ich auch was mit Raumverteidigung, gehe dann in die Zielverteidigung oder ich mache was im 1 gegen 1 oder ich fange mit einer Spieleröffnung an und simuliere einen Fehlpass und dann kommt man in die Torverteidigung, all solche Geschichten, die halt passieren können. Grundsätzlich leben wir schon von der Torverteidigung, aber man darf natürlich die anderen Aspekte nicht vernachlässigen. Das muss also ein bisschen in Waage sein, aber auch gerade die Raumverteidigung und den Spielaufbau haben sich ja auch viel im Mannschaftstraining und mein Fokus liegt halt daran, auch die Prio 1 zu haben als Torhüter, was man schnell vergisst, den Ball aus dem Tor zu fischen. Wenn es jetzt gerade um technische Feinheiten, technische Details geht, sei es jetzt Block oder 1 gegen 1 oder Abdruck, was auch immer, machst du auch vielleicht auch gerade mit den jüngeren Torhütern mal so methodischer Aufbau? Kommt sowas im Profibereich noch vor oder ist es eher, man setzt Dinge voraus? Man setzt Dinge voraus, also, aber trotzdem ist mir die Technik halt sehr, sehr wichtig und man merkt ja auch, glaube ich, im Coaching, dass ich immer wieder drauf eingehe und immer drauf wieder hinweise. Also ich werde das nicht vernachlässigen, nur weil sie jetzt bei die Profis sind, sondern ich gebe denen schon Hinweise und gebe denen auch Details. Aber das sind einfach auf dem Niveau, wo wir uns befinden, können wir uns nicht mehr mit den Kleinigkeiten beschäftigen. Entweder du hast sie und deshalb trainierst du auch hier auf dem Niveau, du hast sie nicht und wirst halt auf dem Niveau nicht trainieren. Also um hier oben dann zu trainieren und in der Kürze der Zeit und gerade in so einer Bundesliga-Woche, die wirklich von Hektik geprägt ist, von zeitlichem Druck auch, da müssen einfach ein paar Sachen Grundvoraussetzungen sein. Gibst du jetzt auch noch Feedback deiner Torhüter auf diese Einheit oder ist es jetzt erstmal? Also ich glaube erledigt? Auch, wenn ihr jetzt die Einheit gesehen habt, dass ich glaube ich sehr, sehr viel Feedback glaube ich in der Übung auch gebe. Aber trotzdem ist mir auch wichtig, so mal nach dem Training mit dem einen oder anderen im Hotel zu sprechen, vielleicht auch mal ein kurzes Feedback zu geben. Aber ich glaube, dass wir einfach in der Gruppe so ein offenes Verhältnis haben, dass wir auch viel in der Gruppendynamik halt dann auch schon ausdiskutieren. Während des Trainings kam ja etwas später noch Kun Cassis dazu. Der hatte ja ein bisschen Verletzungsprobleme. Du hast ihn integriert. Was war so die Idee oder wie hat das? Man muss halt immer so als Torwarttrainer relativ, ich sag mal, flexibel sein und er hat so ein bisschen Daumenprobleme gehabt nach dem letzten Spiel gegen Longs, letzte Woche. Und für mich war einfach nur wichtig, dass er ein paar Bälle fängt, dass er ein bisschen Gefühl bekommt, dass er den Druckschmerz halt aushalten kann, dass wir dann morgen vernünftig trainieren können und damit er am Samstag dann 90 Minuten gegen Sassuolo oder gegen Celta Vigo spielen kann. Wie ist jetzt noch der weitere Verlauf? In 2,5 Wochen geht es jetzt los mit der Saison. Gerade ist aus der Torhüter-Sicht arbeiten wir jetzt nochmal an einem bestimmten Schwerpunkt für den Start der Saison oder wie ist jetzt so? Ja, also wir haben ja schon durch das Verhältnis, was wir jetzt aufgebaut im letzten Jahre schon, ich sage jetzt mal, eine gute Dynamik reingekriegt. Ich weiß, was die Jungs brauchen. Ich weiß, wie der Kuhn tickt, wie der Pavo tickt, wie die anderen Jungs ticken. Ich glaube, dass ich immer so an ein, zwei Stellschrauben drehe, weil ich mich selbst reflektiere nach jeder Saison. Aber grundsätzlich haben wir unsere Abläufe und dann sehe ich auch wieder sehr optimistisch in die Saison aus Torwartsicht. Und jetzt so das Ranking in der Torwartordnung, das ist im Prinzip festgelegt. Wir haben natürlich Kuhn als strahlende Nummer 1. Ja, Kuhn ist die unangefochtene Nummer 1. Das ist außer Frage, was dahinter kommt. Mit Pavao haben wir erstmal eine Nummer 2. Die Jungs, die wollen ihn pushen, die wollen ihn überholen. Also von der Seite sind wir erstmal auf der Nummer 1 Position überdurchschnittlich gut besetzt. Sehr, sehr zufrieden und dahinter auch mit guten Jungs und ich glaube, die Mischung macht's und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Atmosphäre in der Torwartgruppe. Kuhn ist ja schon über Jahre hinweg einer der allerbesten Torhüter in der Bundesliga. Was zeichnet ihn vor allem aus, aus deiner Sicht? Was schätzt du extrem? Ja, natürlich hat er die alle Fähigkeiten, die ein Torhüter braucht, aber was mich halt so oder was mich bewundert oder was wundernswert ist bei ihm, ist einfach die Ruhe und die Gelassenheit, die er ins Spiel hat.
er lässt sich da nicht beehren von irgendwas, ob wir jetzt in Dortmund spielen oder in der Corona-Zeit zu Hause ohne Zuschauer. Also er ist da einfach sehr, sehr ruhig, sehr, sehr sachlich, er weiß, was er kann. Und gerade Raumverteidigung, Zielverteidigung durch seine Länge, fußballische Qualitäten, also er bringt eigentlich alles mit, was ein guter Torhüter braucht. Und wir sind sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass er beim VfL ist. Arbeitet er gezielt an diesem Charaktermerkmal, diese Ruhe, oder ist es einfach Ist er vom Typ einfach so? Einfach vom Typ, grundsätzlich ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, und ich glaube einfach über die Zeit merkt er auch, dass das sein Können ist, dass er sich darauf verlassen kann, wenn er gebraucht wird, und er hat einfach einen Weg gefunden, wo er sich auf den Punkt für den Samstagnachmittag um 15.30 Uhr konzentrieren kann, und dafür tut er halt alles, und da können wir uns auf ihn auch immer verlassen. Wie gefreut hat sich, dass er zum Beispiel auch gegen Deutschland in dem Länderspiel da gespielt hat und einfach auch mal seine Chance bekommen hat? 5 Länderspiele hat er jetzt. Ja, also ich glaube, er hat sich sehr gefreut. Ich bin ja auch stetig im Kontakt mit der belgischen Nationalmannschaft, dass er einen sehr, sehr hohen Stellenwert da hat. Dann gerade auch durch den Trainer Tedesco, der die Bundesliga kennt, der immer auch Kuhn als sehr, sehr interessanten Torhüter geschätzt hat. Und ich glaube, auch was da jetzt vielleicht dann auch ein bisschen mit Thibaut Courtois gewesen im Hintergrund. Er muss einfach dranbleiben, er muss seine Chance nutzen. Wenn er die Chance hat zu spielen, muss er gut spielen. Und alles andere entscheiden sowieso andere. Aber ich glaube, dass Belgien gerade auf der 1er- und 2er-Position sehr, sehr gute Torhüter hat und sehr, sehr ähnliche Torhüter. Und auch dazu Weltspitze gehören. Und als Torwarttrainer macht es dann natürlich irgendwo auch stolz, einen Nationalspieler dann auch zu haben, oder? Denke ich mal. Ja, natürlich. Also auch Pavao Perwan, der bei der österreichischen Nationalmannschaft gespielt hat, reingeschnuppert hat mit Kuhn, mit Belgien. Das ist schon gut, wenn man Jungs hat. Aber grundsätzlich ist es halt immer wichtig, dass erstmal die Leistung im Verein stimmt. Aber mich freut es natürlich ungemein, wenn natürlich auch dann in der Nationalmannschaft die Jungs halt die Wertschätzung bekommen. Stichwort Nationalmannschaft, deutscher Nachwuchs, da wird ja immer gerade ein bisschen wurde groß diskutiert, wir haben keine Nachwuchsleute mehr, die ernsthaft in Richtung Nationalmannschaft kommen können. Wie siehst du die Problematik? Ja, ich glaube, dass wir uns in Deutschland sehr, sehr schwer tun, junge Torhüter spielen zu lassen. Ich glaube auch, dass wir auch vielleicht über die eine oder andere Ausbildungsaspekte nachdenken müssen. Ich glaube, uns fehlt es manchmal so ein bisschen an Intensität, ein bisschen an auch Beißen. Uns liegt halt viel auf Technik gelegt, ein bisschen Taktik und alles gut und schön, aber um Bundesliga-Torhüter zu werden, gehört halt ein bisschen mehr dazu. Da muss man halt die mentale Stärke mitbringen, da muss man die physischen Voraussetzungen mitbringen. Und ich glaube, dass wir immer gute Torhüter haben, aber ich bin gespannt, was nach der Ära Ter Stegen, neuer Trapp kommt. Ich hoffe, dass Noah Atubolu jetzt in der Bundesliga Fuß fassen kann, dass vielleicht Ernst bei Hertha vielleicht nochmal reinschnuppern kann. Vielleicht dann jetzt mit Ramay, wenn der Wechsel zustande kommt, zu Amsterdam. Also ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen haben. Und ich hoffe, dass wir da auch grundsätzlich uns immer wieder hinterfragen, was wir besser machen können. Also so ist eine Mentalitätsgeschichte teilweise von den jungen Leuten oder auch die Trainer, Eminetz, müssen die ein bisschen ja, ich mehr glaube, an den Profi? Ich glaube, dass wir grundsätzlich einfach auch in Deutschland, ich kenne das ja auch, weil ich im NLZ gearbeitet habe, die Jungs halt sehr, sehr viel in Watte packen. Ich glaube, dass wir alles sehr, sehr viel Steuern, Belastung, Steuerung machen und dies und jenes. Und ich glaube einfach, dass manchmal es auch gut tut, wie im normalen Leben, auch mal zu merken, was heißt es, über den Punkt zu gehen. Was heißt es mal, gegen Widerstände ankämpfen zu müssen? Was heißt es mal, auf Deutsch gesagt, in der Profimannschaft mal 3 Wochen am Stück auf die Fresse zu kriegen als junger Torhüter? Da muss man erstmal durchkommen. Ob du die beste Technik hast, ob du den besten Flugball hast, das interessiert keinen. Sondern du musst als Torhüter, gerade als Torhüter in der Seniorenmannschaft, musst du dein Mann stehen. Ob du in Saarbrücken spielst, ob du in Heidenheim spielst oder in Wolfsburg spielst, du musst halt einfach die mentale Stärke mitbringen. Und das geht nur, wenn du gegen Widerstände ankämpfst und nicht sagst, ja, wir müssen hier ein bisschen weniger machen, wir müssen da ein bisschen gucken. Nein, wir müssen einfach die Jungs so formen, dass sie schnellstmöglich zu Männern werden. Jetzt ist ja gerade noch die Frauen-WM. Ist das ein Thema? Schaust du da drauf? Und ihr habt auch eine erfolgreiche Wolfsburger Frauenmannschaft? Natürlich. Also ich habe ja auch Kontakt mit Merle Froms. Ich habe auch Kontakte immer gehabt mit Almut Schuld. Ich habe
mit dem Torwarttrainer Fuchs, den kenne ich relativ gut. Also mich interessiert das schon. Es ist nicht so, dass ich am Fernseher sitze und mir jedes Spiel anschaue, aber die deutsche Nationalmannschaft interessiert mich schon und auch die letzten Jahre die Wolfsburger Frauenmannschaft, auch gerade mit der Champions League, da ist man schon, fiebert man schon mit. Und ich denke, ist es auch ganz wichtig, dass man auch immer als Gesamtverein auftritt, wenn man zwei starke Abteilungen hat. Das stimmt. Gerade bei Verle Fromms, wenn man sieht, so ein bisschen ihr Torwartspiel, was gefällt dir, was fällt dir auf? Ja, ich meine, ich bin sowieso fasziniert von ihr dann, dass sie fußballerisch gut ist, dass sie athletisch ist. Man muss halt einfach Hochachtung haben, welche Leistung sie dann bringen. Ist natürlich dann irgendwie dann auch Männer- und Frauenfußball ist dann doch was anderes. Und da ist auch immer schwierig, den Vergleich zu ziehen. Aber ich wünsche ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute, dass sie den Titel vielleicht holen. Und ich werde auf jeden Fall die Mannschaft in Wolfsburg nächstes Jahr wieder verfolgen, intensiv. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Erwartungshaltung, Zielsetzung, Bundesliga, jetzt vielleicht von Beginn der Saison. Wie wollt ihr reinkommen? Was ist wichtig? Ja, ich glaube schon, dass wir einen Anspruch an uns haben, immer um den ersten Sechs zu kommen. Das sollte ein Anspruch sein mit der Größe des Vereins und mit den Möglichkeiten. Und für uns gilt es einfach darum, die Pflichtaufgabe gegen Maccabi Berlin zu meistern im Pokal, wo man einfach sagen muss, eine Pflichtaufgabe, man darf keinen Gegner zu leicht nehmen. Und dann startet man gegen einen unangenehmen Aufsteiger mit Heidenheim. Sollte auch unser Ziel sein, zu Hause das Spiel zu gewinnen. Dann haben wir zwei Auswärtsspiele, dann kommt schon fast wieder die Länderspielpause und wir sollten schon einen guten Start haben, gerade mit dem Heimsieg gegen Heidenheim. Und dann denke ich mal, dann gibt es auch Aufbruchstimmung und dann können wir, glaube ich, mit der Mannschaft, mit der Qualität, wenn vielleicht noch ein oder anderer Spieler dazukommt, können wir viel erreichen. Gut, dann wünschen wir alles Gute für die anstehende Saison, Pascal. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Dass wir dabei sein konnten heute bei deinem Training. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, gute Einblicke und wird unsere Community und unsere Torwart-interessierten Leute auch sehr interessieren. Okay, vielen Dank. Danke.